Einen wunderschönen guten Morgen aus Miami. Wir sind angekommen mit einem neuen Mietwagen, mit einer neuen Rechnung. Also wir mussten quasi nochmal einen Mietwagen mieten, also ehrlich. Aber das war uns dann auch scheißegal, wir wollten einfach nur nach Hause. Die Nacht war auf jeden Fall, ja, hier ist ja Zeitverschiebung, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr es bei euch ist. Bei uns ist jetzt, glaube ich, so 9 Uhr morgens. Die Nacht war auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, wieder Fieber gehabt. Heute ist es schon besser. Wenn man die Luft vom Meer einatmet, dann geht es einem einfach gut. Wir haben ein super geiles, eine super geile Wohnung, wie wir letztes Jahr auch schon hatten. Es ist sau heiß hier. Ich habe gehört, bei euch schneit es. Ich werde jeden Tag ein, zwei Videos hochladen. Das mache ich auf jeden Fall, weil das müsst ihr euch hier auf jeden Fall reinziehen und live dabei sein, wie geil es hier einfach ist. Zieht euch das mal rein. Und hier sieht man Miami, die Stadt. Das kann ich zoomen, glaube ich, ne? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Wasser kaufen. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall viel Wasser. Und hier kann man sich ja auch nicht die Zähne putzen mit dem normalen Kranwasser, weil das alles voll verkalkt ist. Also gehen wir jetzt Wasser kaufen, ein paar Tabletten in der Apotheke. Vielleicht essen wir was. Der Kleine geht super. Zeig mal deine Süße. Guck mal, wie süß. Ja, und Wintersocken. Ja, ich weiß nicht. Bei den Kindern ist das immer so eine Sache. Man weiß nicht, ob die frieren oder nicht. Und wir sehen uns gleich. Tschüss. Das ist eine Zeit. Hey. Wir sind im Krankenhaus, weil ich Fieber hatte. Und wir sind wie lange schon hier? 4 Stunden. 4 Stunden. Ich wurde geröntgt und habe Tabletten bekommen. Jetzt gucken wir mal, was die sagen. Ja, so sieht ein Krankenhaus aus. Ja, immer ein bisschen. Wir sind jetzt raus aus dem Krankenhaus. So sieht das Krankenhaus übrigens aus. So geil. Schön am Hafen direkt. Ich hab nichts mit der Lunge, keine Lungenentzündung. Dann haben die einen Test gemacht, der war auch gut. Hab eine Rechnung bekommen von $660. Ja, und jetzt fahren wir nach Hause. Na, Marco? Na, okay. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's richtig, richtig super gut. Ich habe das erste Mal richtig toll geschlafen. Ich esse jetzt sogar Salat. Ich habe schon mal ein Video geschnitten. Und jetzt, glaube ich, fängt der Urlaub richtig an. Jetzt werden wir richtig viele coole Sachen machen. Die Verlosung steht noch bevor. Wir müssen noch einkaufen für euch. Heute gehen wir zur Nusret ins Steakhouse. Dieser Salt Baby, der so salzt. Der ist auch da übrigens, nehme ich die Kamera auch mit. Wir haben noch ganz, ganz früh. Mirko und Kylie schlafen noch. Aber ich habe so viel Energie. Ich weiß gar nicht, ich würde jetzt hier einen Körper im Pool rein machen. Aber wir wollen ja jetzt nicht schon direkt übertreiben. Ich sehe gerade, die Sonne geht auf. Und
Das ist einfach unfassbar, dieser Sonnenaufgang. Den muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Auf jeden Fall werden wir heute bestimmt an den Pool gehen. Wir werden mal richtig einkaufen gehen. Ich glaube, das alles machen, was wir vorher nicht machen konnten. Ich muss echt sagen, im Krankenhaus waren die Leute sehr nett. Super Ärzte, das war wie im Film. Die sahen auch alle so cool aus. Ja, auf jeden Fall ist es ganz schön beschissen, wenn man krank ist im Urlaub. Das geht auf jeden Fall gar nicht klar. Aber mir geht es auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns den Sonnenaufgang mal an. Ja, müssen wir was essen. Ich habe ja nichts gegessen. Was ist mein Salat hier? Salat, um wie viel haben wir denn? 6 Uhr? Kommt mal her, Leute. Boah. Ich muss hier die Lampen ausmachen. Und wir gehen einfach raus. Oh mein Gott. Ich muss das hier, glaube ich, einstellen. Es ist warm, sehr warm. Ich muss das irgendwie einstellen. Boah, das ist ein bisschen frisch geworden, aber. Aber richtig, richtig, richtig geil. Boah, hier kann man einfach nur sitzen. Hier musst du nicht auf Party gehen oder so. Du kannst einfach hier sitzen und das hier reinziehen. Hier ist das Geräusch, die Luft. Es tut so gut. Ich liebe es hier so sehr. Letztes Jahr war unser Zimmer. Besser haben wir das Video. Ja. Dieses Jahr haben wir das Zimmer. Ist geiler. Größer. Zieht euch das mal rein. Das ist doch nicht normal. Boah, ich hab voll den Fresskick. Ich habe jetzt einen ganzen Salat gegessen. Ein Wrap. Das heißt, wir essen immer was anderes. Eine kleine Weißwein. Ach, mein Hebel ist kaputt gegangen. Oder beziehungsweise ich habe einen Teil verloren. Ich bin da. Oh, gut. Wann kommt denn die Sonne her, hä?